Täglich hören wir von den Problemen, die die aktuelle Krise mit sich bringt. Von Massenentlassungen, Kurzarbeit bis zur Überlastung der Krankenhäuser und steigenden Infektions- und Todeszahlen. In diesem Video wollen wir die Krise aus der Sicht von vier gesellschaftlichen Gruppen beleuchten, die sonst in der Berichterstattung eher untergehen. In Zeiten von Corona meiden die Menschen vermehrt Kontakt zu anderen und bleiben in ihren eigenen vier Wänden. Für eine Gruppe ist dies aber leider keine Option. Obdachlose sind durch die aktuelle Lage vor besonders große Probleme gestellt. Sie können sich nicht einfach in ihre Wohnung zurückziehen und auch nur schwer Social Distancing betreiben. Stattdessen sind sie auf die verschiedenen öffentlichen Hilfseinrichtungen angewiesen. Da tun sich auch schon die nächsten Probleme auf. In vielen Städten haben die Tafeln und andere Einrichtungen für Bedürftige geschlossen. Zurzeit haben zwar die Winternotstellen weiter offen, wo Obdachlose übernachten können, dort müssen sie jedoch auf sehr engen Raum zusammenschlafen. Dass sie dadurch einem großen Risiko ausgesetzt sind, ist allen bewusst, aber wenn die Alternative ist, auf der Straße zu schlafen, entscheiden sich doch einige lieber für die Notunterkunft. In Hamburg ist vor kurzem ein Fall aufgetreten, wo ein Obdachloser, der mit dem Virus infiziert war, in so einer Unterkunft übernachtet hatte. Daraufhin durften alle 300 Menschen, die mit ihm dort übernachtet haben, die Unterkunft für 2 Wochen nicht verlassen. Andere Obdachlose werden von der Polizei auf der Straße aufgegriffen und mit Strafen überzogen, da sie sich nicht an die Ausgangsbeschränkungen halten können. Ein weiterer kritischer Punkt ist, dass viele Obdachlose keine Krankenversicherung und oftmals zahlreiche Vorerkrankungen haben, welche sie zu einer besonderen Risikogruppe machen. Die nächste Gruppe hat genauso wenig die Möglichkeit, sich in den eigenen vier Wänden zu verschanzen. Nicht nur das, sie mussten ihr Zuhause verlassen und suchen eine neue Heimat. Geflüchtete waren schon vor der Corona-Krise eine besonders gefährdete Gruppe. Nicht nur nehmen sie auf ihrem Fluchtweg große Gefahren auf sich, sind dem Wetter ausgesetzt oder riskieren ihr Leben bei der Fahrt übers Mittelmeer. Sie leben oft gezwungenermaßen an Orten, die überfüllt sind oder an denen das öffentliche Gesundheitswesen bereits überlastet ist. Oft fehlen sauberes Wasser und Sanitäranlagen oder auch nur Seife, um etwas gegen die Verbreitung des Virus zu tun. Als ein Beispiel kann man da die griechische Insel Lesbos nennen. Die Lager auf der Insel sind eigentlich für 3000 Menschen ausgelegt. Trotzdem leben dort gerade 19.000 Flüchtlinge. Wann dort eine Epidemie ausbricht, ist leider nur eine Frage der Zeit. Die Geflüchteten, die hier in Deutschland angekommen sind, werden oft erstmal in Erstaufnahmeeinrichtungen gebracht. Dort sind dann wieder hunderte Menschen auf engem Raum. Von Social Distancing kann hier also gar nicht die Rede sein. Das Virus bedroht nicht nur die Gesundheit. Alleine in einem fremden Land, ohne Arbeit, vergehen die Tage nur sehr langsam und die Psyche muss einiges aushalten. Hier würde eine dezentrale Unterbringung der Geflüchteten Sinn machen. Gerade wenn nach Schätzungen des Bundesinstituts für Bau, Stadt und Raumforschung insgesamt 2,1 Millionen Wohnungen und weitere Millionen Hotelzimmer leer stehen. Von dem Ausnahmezustand sind nicht alle Geschlechter gleich betroffen. Frauen haben unter der aktuellen Krise besonders zu leiden, und zwar aus verschiedenen Gründen. Zum einen wurden die Kitas und Schulen geschlossen. Frauen erledigen immer noch den Großteil der Sorgearbeit, das heißt, sie kümmern sich um Familienmitglieder, ziehen die Kinder groß, putzen, kochen und so weiter. Dadurch, dass jetzt die Kinder tagsüber zu Hause sind, wächst auch die Hausarbeit um einiges an. Die Kinder machen nicht nur mehr Dreck zu Hause und müssen beaufsichtigt werden, Mahlzeiten in der Schule oder der Kita fallen weg, die jetzt zu Hause gekocht werden müssen. Genauso müssen jetzt die Kinder bei ihren Hausaufgaben von den Eltern betreut werden, also meist von der Mutter. Was die Arbeit angeht, sind Frauen wesentlich häufiger prekär beschäftigt. Das heißt, dass sie seltener fest angestellt sind und auch seltener Vollzeit arbeiten. Genau das sind auch die Arbeitsplätze, die bei einer Wirtschaftskrise als erstes wegfallen. Die Folge davon ist dann, dass Frauen in einer Partnerschaft finanziell von ihrem Partner abhängig werden, wodurch die finanzielle Unabhängigkeit eine Bedingung für ein wirklich eigenständiges Leben ist. Umso wichtiger ist dieser Punkt, wenn man sich anschaut, dass mit diesem Ausnahmezustand, dem Homeoffice und so weiter, dem Rückzug in die eigenen vier Wände, die häusliche Gewalt massiv zunimmt. Frauen, die dann von ihrem Partner finanziell abhängig sind, haben kaum noch eine Möglichkeit, von der Beziehung wegzukommen. Ein weiterer Aspekt ist noch, dass Frauen oft in Berufen arbeiten, die durch die Krise nochmal belastender geworden sind.
In den Supermärkten herrscht ein chaotischer Ausnahmezustand, weil viele Menschen aus Angst vor der Krise Hamsterkäufe machen. Die Arbeiterinnen in den Supermärkten müssen die Konsequenzen dafür tragen. Zusätzlich kommen sie durch ihren Beruf zwangsläufig mit hunderten Menschen in Kontakt und laufen Gefahr, sich bei ihrer Arbeit anzustecken. Genauso ist die Pflege ein Bereich, wo viele Frauen arbeiten. Dass besonders die Pflege und die Krankenhäuser in der nächsten Zeit unter großer Last leiden werden, ist bei den Infektionszahlen klar. Aus den Augen, aus dem Sinn. Das gilt leider auch für diese Gruppe der Vergessenen. Die Menschen in den Gefängnissen leiden ganz besonders unter den Quarantänemaßnahmen. Für viele Gefangene bedeutet der Coronavirus, dass sie keinen Freigang mehr haben, jegliche sozialen Aktivitäten gestrichen werden und auch keinen Hafturlaub mehr genehmigt bekommen, auch wenn dieser ihnen eigentlich zustehen würde. Genauso gilt ein striktes Besuchsverbot für die Gefangenen. In einem Bericht über die Zustände in der JVA Heinsberg wird ein kleiner Einblick geboten, wie das dann aussieht, wenn so ein Häftling infiziert ist und in Quarantäne kommt. Er darf seine Haftzelle für Wochen nicht verlassen. Einmal die Woche darf er dann doch zum Duschen raus, muss dann aber wieder direkt zurück in die Zelle. In einer Haftanstalt in der Nähe von Cottbus kam es neulich zu Aufständen. Die Gefangenen klagten über schlechte Hygiene, fehlendes Desinfektionsmittel und außerdem noch über die Einschränkung der Freizeitangebote. Diese waren vor der Krise schon sehr mangelhaft. Noch am selben Tag beendeten Verhandlungen mit dem Justizministerium Brandenburg die Rebellion. In vielen anderen Haftanstalten werden, um solche Situationen zu vermeiden, zurzeit Häftlinge entlassen oder Haftantritte ausgesetzt, damit die Gefängnisse möglichst leer sind. Wir hoffen, wir konnten mit diesem Video auf die Vergessenen der Corona-Krise aufmerksam machen. Teile und like das Video, damit sie nicht länger in Vergessenheit geraten. Wir sehen uns beim nächsten Mal.